Willkommen zu den Fake News am Dienstag, den 2. Juni. Russland. Das erste schwimmende Atomkraftwerk, die Akademik Lomonosow, ging letzte Woche am Nordpolarmeer nahe der Stadt Pevek in Betrieb. Nachdem mehrere Umweltaktivisten gegen den Bau des schwimmenden AKWs demonstriert hatten, kam es zum Supergau. Das AKW versank im russischen Polarmeer. Die Umweltorganisation beteuerte seine Unschuld, sie habe nichts mit dem Unglück zu tun. Bonn. Auf einem Ärztekongress in Malmö, auf dem über die Einhaltung der Hygieneregeln zwischen Patienten und Ärzten getagt wurde, haben sich etwa 10 teilnehmende Ärzte mit dem neuartigen SARS-CoV-19-Virus angesteckt. Die Kollegen hatten sich zuvor allesamt per Handschlag begrüßt. Stuttgart. Immer mehr Pflegekräfte und Ärzte müssen in Kurzarbeit gehen. Grund dafür sind die offenen Kapazitäten durch verschobene oder gestrichene Behandlungen und Operationen. Man hätte sich die Kapazitäten für Notfälle und viele Corona-Patienten freigehalten. Berlin. Bei einer Friedensdemonstration kam es zu erheblichen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten. Dutzende Menschen wurden verletzt, einige davon schwer. Darunter auch einige Ponys aus einem benachbarten Ponyhof. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat nun Anklage gegen den Veranstalter erhoben. Tübingen. Bei einer von der Stadt Reutlingen geführten Benefizveranstaltung kam es ebenfalls zu heftigen Ausschreitungen der Polizei. Der Polizeisprecher sagte, es war nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Teilnehmer durchdrehen, deshalb haben wir vorsichtshalber angefangen, Wasserwerfer und Tränengas einzusetzen. Daraufhin beruhigte sich die Lage rasch und die Veranstaltung konnte von der Polizei aufgelöst werden. China. Kommt das Virus doch aus einer chinesischen Forschungseinrichtung? Diese Frage stellen sich immer mehr Wissenschaftler. Der Verdacht erhärtet sich nun, nachdem auch schon die Tante der mit dem neuartigen SARS-CoV-19-Virus erkrankten Fledermaus nun ausgepackt hatte. Die Forschungseinrichtung befindet sich nur zufällig etwa 3 Straßen von dem Marktplatz, auf dem das Virus erstmals vom Tier zum Menschen überging. Der Leiter der Forschungseinrichtung, ein kleines pakistanisches Maultier, wies die Vorwürfe von sich. Zitat: Der Hauptaugenmerk liegt aktuell in der Genforschung. Wir haben alle Hände voll zu tun und können uns nicht auf Biowaffen konzentrieren, hieß es. Das bestätigte auch sein geklonter Eselsbruder. Baden-Württemberg. Ein schwäbischer Tüftler aus Rommelsbach hat nun einen Durchbruch erzielt. Weil ihm seine Kinder so extrem auf den Sack gingen und er sie unbedingt wieder in den Kindergarten schicken wollte, hat er eine Kopfbedeckung für Kinder erfunden, die das Ansteckungsrisiko minimiert. Es handelt sich um einen kleinen Motorradhelm, welcher mit einem Strampelanzug fest verbunden ist. Die bis zu 5 Jahre alten Kinder können den Anzug nur mit Hilfe eines Erwachsenen anziehen. Folglich können sie während des gemeinsamen Spielens den Helm nicht abnehmen. Die Gefahr ist somit gebannt. Der Leiter der städtischen Kindergärten, Henry Scholze, begrüßte das Konzept und stellte die Wiedereröffnung der Kindergärten bereits für nächste Woche in Aussicht. Und nun zum Sport. Tennis. Beim ersten FC Federball kam es zum Eklat. Mehrere Bälle sind nach einem Verbandsspiel verschwunden und bisher nicht mehr aufgetaucht.
die Staatsanwaltschaft Busenheim ermittelt. 4 verdächtige Mörder wurden festgenommen. Der 1. FC Pfullingen befindet sich wieder in häuslicher Quarantäne. Der Grund dafür ist noch unklar. Das Maskottchen Fritz steht unter dringendem Tatverdacht. Es befindet sich aktuell auf der Flucht. Und jetzt das Wetter. Ab Montag erwarten uns wieder wechselhaftes Wetter mit Sturmböen und Gewittern. Am Abend und in der Nacht auch mal mit Sonnenschein. Die zu erwartenden Temperaturen liegen vermutlich zwischen 5 Grad in der Nacht, 25 Grad tagsüber, besonders nachts. In höheren Lagen und an der Südsee ist auch mit Hagel zu rechnen. In Bayern auch. Das waren die Fake News. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.